sichten. Und dann kommen wir zum Schütteltest. Wir stellen das Ganze auf, drehen es um 90 Grad, drehen es auf den Kopf, haben irgendwie das Ganze transportiert. Hallo liebe Freunde des gepflegten Brettspiels und herzlich willkommen zu einem neuen Accessories Video. Ich werde ja immer wieder gefragt, warum soll ich mir eigentlich überhaupt ein Insert in mein Spiel kaufen, denn das kostet ja teilweise genauso viel wie ein neues Spiel. Ganz einfach, weil es Lieblingsspiele durchaus wert sind, mit einem Insert aufgewertet zu werden, um so die Möglichkeit auch zu haben, schneller aufzubauen, schneller abzubauen und so auch ein bisschen flexibler zu sein. Wir schauen uns heute das Insert von LaserRocks zu Tiletum an, einem meiner liebsten Spiele aus dem letzten Jahrgang. Und wie das ganze Insert aussieht, wie das aufgebaut ist und ob das was taugt, das sehen wir jetzt. Und dazu wechseln wir in die Überkopfkamera. Ja, machen wir die Schachtel erstmal auf. Dann haben wir hier erstmal oben auf den Spielplan. Was auffällt, ist, dass die Schachtel schon mal minimal übersteht. Manche mögen das ja nicht. Ich finde das okay, bin aber auch jetzt nicht unbedingt großer Fan von überstehenden Spiele-Schachteldeckeln. Wir haben hier erstmal alles so ein bisschen an Ort und Stelle. Die Playerboards, die kommen hier, passen hier wunderbar mit rein. Allerdings muss man auch hier schon sagen, es ist knapp bemessen, also so viel Platz ist nicht. Hier haben wir die Ressourcen und zwar schön unterteilt in die einzelnen Ressourcen und in die Fünfer-Ressourcen. Auch hier immer schön mit entsprechender, ja, wie soll ich sagen, Laser-Einprägung, dass man sieht, was man wo hat. Wir haben hier ein bisschen Platz für die Säckchen. Ich glaube, die Säckchen sind auch dabei, wenn ich das richtig weiß. Für die Marker, die man rauszieht. So zum Beispiel für diese Personen oder aber auch für diese Plättchen, die auf dem Spielplan ausgelegt werden. Ja, das ist schon mal ein deutlicher Vorteil gegenüber dem Spiel per se. Dann haben wir hier diesen zweigeteilten Aufbau, der unten drunter tatsächlich noch Platz hätte, wo man was verstecken könnte, wenn man das bräuchte. Und hier haben wir, ich meine, das sind die Solo-Karten. Solo habe ich es nämlich auch noch gar nicht gespielt. Ja, das sieht definitiv nach Zusatzmaterial aus. Und ich habe es bislang immer nur zu 2, zu 3, zu 4 gespielt. Hier haben wir entsprechend die Marker, um die Aktionen anzuzeigen. Und das schon mal schön gemacht, wieder typisch LaserRocks, ne? Mit durchgezogen bis zum Ende. Leider tatsächlich hier auf der Rückseite kein Printing. Das verstehe ich beim besten Willen nicht. Kann natürlich auch sein, dass das bloß ein Produktionsfehler ist. Ja, genauso haben wir hier vier wunderschöne Häuschen mit dem Spielermaterial. Und auch hier fällt auf, da fehlt was. Nur auf einem, also ich glaube, da ist einfach ein Fehler passiert. Die sind allesamt gleich aufgebaut und wir schauen uns jetzt exemplarisch nur eins an. Und die kann man so schön auseinander schieben und dann hat man hier schon das ganze Material vorliegen. Wir haben hier einmal die Säulen, einmal die Häuschen und das restliche Material, was man hier oben reinpacken kann. Das ist zwar relativ knapp bemessen, gerade hier oben, aber es reicht, ja. Es reicht ohne Probleme. Dann kann man das Ganze hier wieder wunderbar, na, wenn man es richtig macht, funktioniert es auch von der Reihenfolge, wunderbar zusammenschieben und ist wieder aufgeräumt. Und das ist natürlich sowohl optisch als auch vom Aufbau, von der Aufbauzeit ein absolut cool gemachtes Ding. Da ist man super sortiert sofort. Dann haben wir hier so ein bisschen das Kernstück dieses Inserts. Und das ist natürlich auch ein bisschen thematisch passend, hier ein Buch. Ja, und da steht auch nochmal ein bisschen was über In Tiletum, you and your fellow players take on the role of rich merchants. Egal. Und das Ganze können wir jetzt öffnen, dieses Buch. Ja, das machen wir jetzt hier mal auf. Flop. Und dann hat das hier nämlich wunderbar alles seinen Platz. Wir So, genau das passiert, wenn man denkt, das Ganze gehört zusammen und lässt es dann plötzlich fallen. Ja, das war nicht geplant an dieser Stelle.
sondern ist mir hier einfach nur aus der Hand geputzelt. Gut, dann räume ich das mal wieder ein. Ihr seht aber hier, was hier Lazerox Cooles gemacht hat. Denn man hat hier versucht, auch clever den Platz auszunutzen, um so möglichst viel unterzubringen und trotzdem das Ganze wieder auf eine gewohnt schicke Art und Weise aufzuziehen. Wir haben hier dieses tolle Tray, was man hier auseinandernehmen kann, wo direkt schon alles vorbereitet ist, wo man dann schön auch von unten rausnehmen kann. Ihr habt es jetzt gesehen, eben als mir das Zeugs entgegengeflogen ist, das ganze Spielmaterial. Und man kann das hier wunderbar wieder zusammensetzen und hier rein verstauen. Des Weiteren haben wir hier die ganzen anderen Marker, die auch alle ihren Platz finden. Und auch hier kann ich nochmal exemplarisch zum Beispiel zeigen, dass man hier auch direkt sieht, was hier eigentlich seinen Platz findet. Nämlich die ganzen Städte, die gewertet werden, finden hier ihren Platz. Und die ganzen Kathedralen, die man bauen kann, finden hier ihren Platz, diese Markerchen. Und hier entsprechend diese Marker. Und wer jetzt denkt, warum hat der Benny denn hier zusätzliche Würfel drin? Ich habe ja einen Teil meiner Würfel ausgetauscht. Und das liegt ganz einfach daran, dass ich nicht so wirklich ganz d'accord war mit diesen Würfeln. Und deswegen habe ich hier die Würfel weiß gemacht statt hellgrau. Und ich habe schwarze Würfel rein statt diese dunkelgrauen. Einfach um hier für mehr Kontrast zu sorgen, das quasi mein persönliches Upgrade. So, und die Würfel finden im Beutelchen hier wunderbar Platz. So, und hier haben wir oben nochmal alles sauber drin mit diesen Markern und können hier den Deckel wieder zumachen und alles aufräumen. Ja, so, jetzt steht ja noch der große Schütteltest an und ich witzel ja immer so ein bisschen und sage die Verlage, beziehungsweise hier in diesem Fall Lazerox, beziehungsweise auch bei anderen Inserts die Hersteller, die fürchten so ein bisschen unseren Schütteltest und ich war bei Lazerox auf der Messe und meine Ansprechpartnerin meinte, sie findet genau diesen Check eigentlich ziemlich witzig, auch wenn sie immer so ein bisschen beim Anschauen des Videos denkt, hoffentlich fällt auch nichts dahin, wo es nicht hin soll. Und das finde ich schon sehr amüsant. Also ihr seht, alles hat hier schnell und zügig seinen Platz gefunden. Jetzt muss man hier ein klein bisschen aufpassen, dass die ganzen Markerchen nicht blockieren, dass es zu weit hoch geht. Und dann kann man hier den Spielplan auflegen, das ganze sonstige Material, was man noch hat, Anleitungen, vielleicht irgendwelche Übersichten. Und dann kommen wir zum Schütteltest. Wir stellen das Ganze auf, drehen es um 90 Grad, drehen es auf den Kopf, haben irgendwie das Ganze transportiert. Und ihr seht, was passiert damit. So, Schütteltest, wir schauen rein. Hier ist alles an Ort und Stelle. Das Tolle ist, hier kann ja gar nichts rausfallen. Das Einzige, was ich lösen könnte, wären hier von diesen Markerchen. Und man sieht, die haben sich hier schön aufgefächert. Und hier auch ein bisschen. Der Rest ist komplett an Ort und Stelle geblieben. Hier kann nichts abhauen, hier nicht. Und unten drunter sowieso nicht. Also alles an Ort und Stelle geblieben. Und genau so wünsche ich mir das von einem gut durchdachten Insert. Und das hier ist nicht nur gut durchdacht, sondern sieht halt einfach auch noch zusätzlich gut aus. Also hier haben wir gleich mehrere Fliegen mit einer Klappe geschlagen. Und deswegen Lieblingsspiele aufwerten mit Inserts ist definitiv legitim. Ja, das war's zum Lazerox Insert von Tiletum. Eines meiner Lieblingsspiele aus dem letzten Jahrgang und jetzt mit diesem Insert noch weiter aufgewertet. Ich finde, dieses Insert ist wie die meisten Lazerox Inserts einfach gut von der Verarbeitung, gut von der Art und Weise, wie es durchdacht ist. Und es macht auch einfach Spaß, das Ganze dann da rein zu sortieren und damit zu spielen. Von der Aufbauzeit natürlich ein bisschen aufwendig das Ganze, bis man die ganzen Gebäude zusammen hat. Und da gibt es natürlich andere Inserts, die sind deutlich primitiver, deutlich einfacher. Und ich klebe ja die ganzen Inserts tatsächlich, also zumindest ein paar Klebepunkte verwende ich überall, einfach um sicherzustellen, dass ich da nicht irgendwie Probleme bekomme und mir plötzlich die Sachen durch die Gegend fallen. Ja, das war's mit Tiletum und nächstes Mal folgt das nächste Insert dann auch wieder zu einem Spiel, was ich ziemlich gut finde. Freue mich natürlich, wenn ihr dann wieder einschaltet. Jetzt würde mich euer Feedback interessieren zu diesem Insert, allgemein gerne zu Inserts. Lasst mich wissen, schreibt es mir in die Kommentare und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Und bis dahin wünsche ich viel Spaß beim Inserts bauen, beim Spielen. Macht's gut und tschüss.